Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, ich bin schon sehr müde. Es wird nur einen kurzen Part heute geben. Morgen dann richtig viel. Ich habe heute schon AC4 aufgenommen und versucht, das endlich zum Laufen zu bringen und... Naja, und so ein Zeugs halt. Und ja. Genau. Ich habe komplett vergessen, was wir das letzte Mal gemacht haben in Breath of the Wild. Ich glaube, das sage ich in so ziemlich jedem Breath of the Wild Part in letzter Zeit, aber naja. Und ja. Genau. Ich werde erstmal gucken, was wir hier machen müssen. Ich habe absolut keine Ahnung, welcher Part das ist. Auf jeden Fall sind wir schon nah an der 100 dran. Und ja. So. Schrein in der Nähe. Ah. Genau. Ist irgendwo ein Schrein in der Nähe. Ah! Ich weiß, wo wir hin sind. Wir wollten, Wir wollten uns um den dritten Titan kümmern, habe ich das Gefühl, oder? Nein, die Erinnerungsfotos-Dinger wollten wir machen, okay. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte mir die nächste Fähigkeit holen für die Erinnerungsfotos-Mission. Oder so. Ich gucke mir den letzten Part mal an, bevor ich morgen dann weiter aufnehme. Ja. Das ist super spannend. Ist das nicht toll, wie man da hochkommen kann? Mir fehlt ein Viertelherz. Na, ganz toll. Dorf der Orni. So, da dürfte ich doch hochrennen können, oder? Ja. Das war der da. Okay. Oder ich weiß gar nicht. Also ich weiß wirklich nicht, was machen. Ich mache einfach mal den Schrein hier. Ich sammle mal Schreine ein. Das kann ja gar nicht falsch sein, so in der Regel. Dieses Collecten von Schreinen. Das kann ja nicht falsch sein. Oh, ich muss mich erstmal wieder an die Störung gewöhnen. Und, oh Mann, wir müssen die Ausrüstung echt verbessern. Oh, ich hab. Das gab gerade voll die Frame-Einbrüche, ey. Nur weil ich jetzt ins Dorf der Orni reingegangen bin, ey. Beruhig dich, Gepieper. Wenn ich den Schrein... Da oben ist er. Gut. So. Ah, die Atmosphäre. Und ja. Was sehr lustiger Funfact ist, wir spielen momentan meine zwei liebsten... Oder eigentlich meine drei liebsten Spiele, weil SWTOR spiele ich ja auch. Ich bin eigentlich gerade meine drei liebsten Spiele momentan auf meinem Kanal. Deswegen. Oh. Oh, das ist cool. Mein liebstes Spiel ist Breath of the Wild.
Am zweiten Platz ist dann AC4 und am dritten Platz ist dann SWTOR. Also. Muss ich sagen, sehr, sehr gute Aufstellung. Und oh mein Gott, ich erinnere mich. Nicht schon wieder der Blödsinn. Ich glaube, alle, ja doch, alle müssen. Oder? Doch, alle müssen gedreht werden. Nicht keins, das wäre zu leicht. So. Du musst erstmal nur das hier machen. So. So. Und ja, ich glaube, ich hab eine Idee, wie man das hier machen sollte. Du drehst, glaube ich, die hier alle. Drehst du die alle? Ja, genau. Dann drehst du die hier alle. Du drehst die hier alle. Du drehst die da alle. Fertig. Ach ja, ich müsste mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich habe in letzter Zeit sehr viel Twilight Princess gespielt. Oder besser gesagt, Twilight Princess HD. Ich habe ja die Wii-Version gespielt, nicht die Wii-Version. Und ja, ich habe beide, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, weil ich das schon so oft gesagt habe. Ich hasse die Wii-Version und liebe die Wii-Version, warum auch immer. Und ja, ich habe gerade noch einen Schrank gesehen. Den holen wir uns dann auch erstmal. Aber natürlich fliegen wir dahin und dafür müssen wir ganz nach oben klettern. Und ich glaube, wir haben die erste Herzenreihe voll, oder? Ich nehme mal den kaputten Schallschrauber dafür. Na, klappt nicht, der ist kaputt. Nehme ich das hier. Das ist auf der Seite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nein, uns fehlen noch zwei Herzen. Dann machen wir die dritte Ausdauerleiste voll. Mit dem, was wir einsammeln aus den Schreiben, mit den Zeichen der Bewährung. Ich entferne mal das blaue Ding hier. Ist nicht ganz so akkurat. Und ja, es gibt auch ganz, ganz, ganz viele Nebenquests hier. Ja, ich weiß, Schrein in der Nähe. Bam, 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 bam. Ah, die ist Kaltblink. Na, dammit. Dann, nur das Winterwams, ne? Dann Winterwams anziehen. Ich glaube, wenn wir das nehmen, ja, dann friert Link wieder. Also während wir hier sind, schön mit der Feuerlanze rumlaufen. Und möglichst nicht kämpfen müssen. Mir fällt was ein, was wir uns vielleicht holen sollten. Was vielleicht eine ganz wichtige Nebenmission ist, die wir noch machen sollten. Schatava-Schrein. Habe ich gar nicht vorgelesen, was der andere Schrein hieß, ne?
Ich drehe mich gerade so zur Seite zu meinem zweiten Stuhl, als ob da jemand wäre. Aber da sitzt gar keiner. mit dem ich hier reden könnte. Das ist gar nicht so. Ich werde schon wieder Banane. Das ist unschön. Zack. Versteckte Winde. Schatava schreien. Ich erinnere mich an den Schrein. Und wie gesagt, ja, ich habe alle Schreine schon mal gemacht, also... Oh, ich muss mich so an die Steuerung gewöhnen. Die ist komplett anders in Twilight Princess HD. Da ist das Schwert auf B und nicht auf Y. Und naja. So. Zack. Genau, und dann... Müsste man hier hin und dann hier hinfliegen. Dann werde ich gehofft, der Schrein wäre ein Stück schwerer. Ich habe jetzt in unter 2 Minuten gemacht, den Schrein. Stimmt, ich könnte die ganzen Amiibos verwenden und mir dafür irgendwelche Boni holen. Könnte ich machen. Will ich aber irgendwie nicht. Naja, doch, können wir mal machen. Aber an anderer Stelle. Ich weiß, dass hier in den Heberbergen noch irgendwo einer ist. Da könnten wir uns einholen. Genau, den können wir euch rein, das ist der letzte Schrein. Wobei ich sage, doch, wir können da schon hin, aber ich würde da noch nicht hingehen, der ist sehr gefährlich. Da ist einer, da ist einer. Interessant, an wie viele Schreine ich hier schon markiert habe noch. Also wir haben jetzt 56, ich habe hier noch 7 Schreine markiert. Habe ich die Mission hier schon? Nee, das sieht noch nicht so aus. Die Mission sollten wir dann mal machen. Dann machen wir jetzt erstmal die Side-Mission. Denn ich will ja ungefähr 50 Parts, habe ich ja so eingerechnet, alle 50 Parts einen Titan machen. Ja, haben wir jetzt schon 2 gemacht. Oder wollte ich alle 25 Parts einmachen? Na egal. Ich alle 50 Parts ein, das passt ja ganz gut so. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich überlege nur gerade. Wo war das? Das Dorf der Suras? Nee. Wir wollen auch nicht nach Kakariko. Wir wollen nach Hatino? Wollen wir nach Hatino, ist die Frage. Wollen wir das? Ich guck mal nach, ob das in Hatino war. Ja, Magana schreiben. War das in Hatino? Also ich weiß, dass es eine Stadt gibt, in der können wir uns ein Haus kaufen. Und in der Stadt gibt es dann auch eine Mission, deren Ziel es ist, eine neue Stadt aufzubauen, komplett. Und wenn man das gemacht hat, am Ende gibt es da einen Händler, bei dem wir uns, falls er kaputt geht, den Heiligerschild nochmal holen können. Ja, das sieht so aus, als ob das Hateno gewesen ist. Ja.
Da muss ich tatsächlich sagen, was ich sehr schade finde, ist, dass es hier kein Ordon gibt. Ich meine, wir haben ja hier Ordon liegt unter Firone. Also scheinbar wurde Ordon überschwemmt. Ich meine, gut, dass der Heiliger See hier liegt in Firone, das ist ja Blödsinn, der ist ja eigentlich in Ranel. Und dass Elgin da liegt, ist auch Blödsinn. Oder? Das gehört doch zur gleichen Timeline wie Twilight Princess Breath of the Wild, oder? Wenn nicht, dann lässt sich das alles verständlicherweise erklären, aber ich dachte, das gehört dazu. Wir spulen erstmal auf schönes Wetter. So. Das ist kein schönes Wetter. Warte mal bis zum nächsten Tag. Es regnet immer noch. Na, ich wollte eigentlich nicht bis morgens warten. Ich wollte eigentlich nur bis mittags warten, aber naja. Wir springen halt nochmal 24 Stunden, ne? Hoffentlich ist dann jetzt besseres Wetter. Ja, ist es. Bedeckt. Nervt. Aber na gut. Haben wir uns das Haus schon gekauft, ist jetzt die Frage. Hier, Dummstar, die Mission gibt's. Was machst du? Pause. Übrigens, hast du das Haus gekauft? Ja, scheinbar habe ich das. Beeindruckend unter deinem Alter. Nichts Besonderes. Also dann. Was ist denn? Ich gehe bald von dir weg. Warum? Beruflich. Beruflich? Du hast vielleicht schon davon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's hin? Das Dorf der Soras liegt im Norden von hier und noch weiter nördlich davon befindet sich Akala. Weit weg? Ja, schon. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke. Tja, dann muss ich wohl langsam los. Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann. Mach's gut. Ja. Das ist, cool, dann haben wir das Haus schon gekauft. Ja? Ja, haben wir! Ah, und da hängt sogar schon ein Königsschwert. Aber mehr haben wir noch nicht. Na, dann. Landa. Morgen! Sieht aus, als wären wir fertig fürs Erste. Da kann man sich schon mal auf die Schultern klopfen, was? Aber ich habe da so ein Gefühl, du siehst mir so aus, als hättest du noch lange nicht genug. Ha, du musst mir gar nichts sagen, du hast gerade ein Haus gekauft. Aber es ist leer. Tja, ich sehe es in deinen Augen, erinnerst mich an mich, als ich noch jünger war. Ich sag dir was, für 5000 Rubine kümmere ich mich um Möbel, die Außengestaltung, das ganze Paket. Weißt du was? Weil du es bist, fange ich schon für 100 Rubine an. Den Rest kannst du später bei mir zahlen. Hallo, kann ich dir helfen? Bau was für mich. Möbel. Ein Bett bitte. Jo, ich kann 100 Rubine bezahlen. Nur Bares ist Wahres. Alles klar. Lass mich dir zeigen, was ein richtiger Zimmermann so drauf hat. Torta, es kann losgehen. Ja, mein Chef. Die Geräusche sind sehr verstörend. Gute Arbeit, wenn ich das selbst so sagen darf. Sieh's dir mal an.
Jo, ich hab ein Bett. In dem kann ich auch schlafen. Jawohl, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich kaufe jetzt gerade mal so ein bisschen Einrichtung für das Haus. Und ja, in unserem Haus steht immer ein Eisenhammer. Hallo, kann ich dir helfen? Und ja, jetzt sehe ich das nicht mehr vor. Möbel. Eine Beleuchtung, bitte. Jo, 100 Rubine. Alles klar. Kommt jetzt die Sequenz nochmal? Wenn, ja. Lass mich dir zeigen. Ja. Da steht immer fast das gleiche. Muss nicht vorlesen. Ich kaufe mir gleich eine Tür, wenn das von dem. Zack. Jetzt kann ich wieder mit ihm reden. Ja. Möbel. Eine Tür hätte ich gerne. Ja. Ich kann zahlen. So. Wir wollen ja auch so ein bisschen schön wohnen, ne? Torda, du Tier. Werde zum Arbeitstier. Ey, die Sprüche. Die sind ja grauenvoll. Gute Arbeit, wenn ich das selbst so sagen darf. Siehst dir mal an. Oh. Jawohl. Wir haben eine Tür und Beleuchtung. Ah, guck mal, jetzt ist das vertrautes Heim. Glück allein, würde ich sagen. Und jetzt versuche ich mal, ob man nicht da irgendwie darüber hüpfen kann. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Daruks Schirm ist einsatzbereit. Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Haben wir eine bessere Waffe, die ich da hinhängen kann? Nee. Außer vielleicht den Bergspalter. Oder ein antikes Schwert. Ja, ich glaube, ich kaufe noch. Ich guck mal, was so eine, naja, Fassadenrenovierung kostet. Außenausstattung. Namenstafel, Blumengarten, Bäume. Erstmal eine Namenstafel. Ja, ich kann bezahlen. Eine Namenstafel ist doch was Schönes. Lass mich dir zeigen, was ein richtiger. Das habe ich schon so oft vorgelesen. Torda, wie wär's, wenn du versuchst, zuerst mich und dann erst die Kunden zu beeindrucken? Alles klar, Chef. Die Sprüche lese ich vor, die sind ja sowas von bekloppt. Das klingt ja echt, geradezu perfekt, wenn ich das einmal so sagen darf. Nun möchte ich beinahe selbst eins haben. Ja! Links Haus. Was steht denn da? Da steht House of Link. Glaube ich. Also, das Link kann ich lesen. Das ist kein gutes Heilianisch, Alter. Hallo, ja, bau was bitte für mich. Gibt keine Fassadenrenovierung, schade. Ja, Bäume bitte. Ja. Also wir renovieren jetzt hier nur noch so ein bisschen. Mehr passiert jetzt in dem Part nicht. Aber ich wollte den nicht ganz so kurz machen wie den Skyrim-Part. Das ist unsere Firmenphilosophie. Wir streichen mit allen Farben. Und in unserem Herzen wohnt ein Regenbogen. Die Sprüche. Hilfe. Ah. Grauenvoll. Ein wahres Meisterwerk, wenn ich das selbst einmal so sagen darf. Nur zu, siehst du an. Ja, mach mal. Ich guck mich mal um. Oh, Bäumchen.
Bäumchen, wie cool. Aber schade, dass ich hier keine Pferde in meinem Stall unterstellen kann. Das wäre natürlich eine richtig geile Neuerung. Ich habe hier einen Apfelbaum. Oh, ich kann hier nicht rein. Schade. Ja, jetzt bauen wir bitte nochmal hier die Blumenbeete. Blumengarten, bitte. So, dann geht's mal rund hier. Das ist unsere Firmenphilosophie. Wenn du die Säge nicht ziehen kannst, hilft auch drücken nichts. Die Sprüche sind... Ich weiß nicht, ob das irgendeine richtig schlechte, perverse Anspielung war. Kann ich mir vorstellen, immerhin wurde das von Japanern entwickelt, das Spiel, aber... Naja. Geradezu perfekt, wenn ich das einmal so sagen darf. Nun möchte ich bei mir selbst eins haben. Aber... Oh, Blümeleins. Guck mal, dafür haben wir gerade 100 Rubine ausgegeben. Und deswegen wollte ich eigentlich, dass hier schönes Wetter ist. Weil anders kommt halt einfach dieses... Diese wahre Schönheit nicht zur Geltung. Mal gucken, ob wir nicht... einfach bis zu schönem Wetter pennen können. Ja, auch wolkig. Ich sehe nur wolkig, 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 wolkig. Naja. Gut. Aber naja, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.